Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idle Champions of the Forgotten Realms. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es ist Sommer. Nach der Hitze der vergangenen Tage wenig verwunderlich und passend dazu gibt es das Midsommar-Event. Geht wie üblich im Moment in die fünfte Runde und ich bin so ein bisschen mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das kann ich vorweg schon mal sagen. Das liegt aber tatsächlich gar nicht unbedingt am Event oder am neuen Champion. Aber so als kleiner Hinweis vorweg, wenn ich vielleicht nicht ganz so positiv über den neuen Champion oder die neue spreche, wie sie es vielleicht verdient hätte, mag das daran liegen, dass ich insgesamt gerade so ein bisschen meh drauf bin. Dazu aber später mehr. Das hat auch nur zur Hälfte was mit dem Spiel zu tun. Wir gehen erstmal rein. Ich habe Valentine, das ist die neue, schon mal rekrutiert. Und kleiner Spoiler vorweg, ich denke, die wird ganz gut. Ich glaube, die wird tatsächlich seit langem, vielleicht nicht unbedingt irgendwie instant best in slot, aber also vielleicht auch das, weiß nicht, kann ich im Moment noch nicht einschätzen, aber ich denke, sie kann auf jeden Fall mit anderen Champions in ihrem Slot gut mithalten. Schauen wir mal. Wir machen mal die drei Variants, die zu ihr gehören und gucken uns da mal nebenbei ihre Fähigkeiten an. Ganz nebenher gesagt, die Formation ist furchtbar. Also wenn ihr, lasst mich mal ganz kurz gucken, wenn ihr hier einen Deep Run machen wollt im Event, welche Formation würde ich denn wohl nehmen? Wahrscheinlich die Beetle und Grimm. Wahrscheinlich die Beetle und Grimm. Also die geht prinzipiell sogar, sie ist halt blöd für Speed, weil man Human nach ganz vorne setzen muss, da hatte nur einen angrenzenden Champion, das ist immer so, ja gut, insgesamt ist die okayisch und man braucht zumindest nur einen Tank, das ist auch nicht verkehrt, also sie geht, ich finde sie glaube ich besser als die von Eliwick, um ehrlich zu sein. Ich glaube Beetle und Grimm ist für Deep Run vermutlich schon mein Favorite. However, was haben wir denn hier überhaupt an Einschränkungen bis Area 75? Und warum ist Briff nicht drin? Ach so, weil der natürlich rausgeflogen ist für den geblockten Slot. Es ist so, wenn man Slot und Spot gleichzeitig sagen möchte, kommt ein Slot bei raus. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was haben wir noch für Einschränkungen? Okay, der Attack-Cooldown von Champions, die da angrenzen, wurde verringert. So, ja, okay, cool. Kann ich mitarbeiten. Nichtsdestotrotz würde ich wahrscheinlich Brief ganz gerne reinpacken, statt Freely. Den brauche ich gerade echt nicht. Kann Brief lieber mal ein bisschen absprinten. Das fände ich, glaube ich, total okay. Wobei kann er halt auch nicht wirklich, weil in dem Slot sitzt tatsächlich Valentine. Also nehmen wir Brief direkt mal wieder raus und gucken uns Valentine an in Slot 5. Die hat direkt auf Stufe 50 die wichtige Fähigkeit, würde ich sagen. Wie auch immer man das ausspricht, Track Rum oder so. Prinzipiell besagt das, dass sie den Schaden von allen Champions mit dem DPS-Tag erhöht. Also alle, die hier bei Roll DPS stehen haben. Von allen denen erhöht sie den Schaden und zwar um 100%. Für jede Positional Formation Ability, die Valentine trifft. Und das Ganze stackt halt pro Ability, die sie trifft, multiplikativ. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel Celeste. Celeste hat einen Buff, wo sie Champions, die an sie angrenzen, verstärkt, also denen einen Schadensbuff gibt. Das wäre zum Beispiel eine Positional Formation Ability. Also halt alles, was sich auf irgendwie Positionierung in der Formation bezieht. Auch so Sachen wie nicht angrenzende Champions oder Champions, die mindestens zwei Slots entfernt sind. Solche Sachen spielen halt in Positional Formation Abilities mit rein. Was da nicht mit rein spielt, sind zum Beispiel Buffs, die grundlegend den Schaden von allen Champions erhöhen. Das ist halt keine Positional Formation Ability, weil es halt nichts mit der konkreten Position zu tun hat, weil es halt sämtliche Champions trifft. Ich muss gerade noch mal ganz kurz mein Core-Layout wechseln, fällt mir gerade ein. Zack,
Load. Danke. So. Ja, und da prinzipiell, also ich habe es jetzt nicht mal drauf angelegt und sie hat so einen netten Counter auf sich drauf. Sie wird jetzt schon von 5 Positional Formation Abilities getroffen. Und das kann man, denke ich, sehr schnell sehr hoch treiben. Das ist jetzt auch einfach, also sie bringt jetzt halt nur einen 6200% Bonus. Das ist aber auch noch nicht weiter gelevelt. Das heißt, es wird hier später halt auch noch Verbesserungen geben. Plus, sie kriegt noch Equipment dazu. Plus, sie hat Feeds dafür, die ich im Moment noch nicht ausgerüstet habe. Also da geht prinzipiell einiges. Und bei 5 Formation Abilities ist ja auch nicht Schluss. Also auch da geht noch mehr. Ich denke, da kann man durchaus einiges rausholen. Schauen wir mal. Wir gucken erst einmal weiter, was sie sonst noch so kann. Socialite hat sie dann als nächstes. Damit, wer Crusaders of the Lost Idols gespielt hat, das ist so ein ganz bisschen wie Propagation. Aber auch nur so ein ganz bisschen und nicht ganz so abgefuckt. Aber es ist so grob daran angelehnt. Und zwar sagt sie oder sagt die Fähigkeit, dass Positional Formation Abilities, also haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, die Valentine-Treffen automatisch weitergegeben werden an sämtliche Champions, die den DPS-Tag haben. Auch wenn die Champions von der Formation Ability eigentlich nicht getroffen werden würden. Das heißt, man kann quasi sagen, ich würde gerne den und den Buff nutzen, damit kann ich aber meinen Main-DPS nicht treffen, aber damit treffe ich Valentine und dann treffe ich trotzdem meinen Main-DPS. Voll gut. Also man kann da halt so ein... Ne? Also man hat einfach ein paar mehr Optionen für den Formationsbau, was ich prinzipiell sehr nice finde. Und zudem sagt das Ganze auch noch, sollte der entsprechende DPS-Champion bereits von dem Buff getroffen werden, bekommt er ihn zwar nicht nochmal, aber den Buff, den er schon erhält, der wird nochmal zusätzlich um 50% verstärkt. Was prinzipiell auch ganz nice ist. Also vor allem, weil da halt so nette Sachen mit bei sein können, die schon mal irgendwie 10 Schadensbonus geben und da nochmal 50% obendrauf. Gut, ist jetzt halt auch nicht wahnsinnig viel. Aber trotzdem, so hier und da nochmal kleine Boni nimmt man einfach gerne mit. Und dann hat sie noch A Life of Leisure und das erhöht relativ stumpf, auch wieder basierend auf den Positional Formation Abilities, die Valentine treffen, den Goldfund-Bonus um 100% multiplikativ. Also auch da lässt sich mit dem Goldfund-Bonus durchaus was machen. Ich finde das insgesamt ein sehr rundes Paket. Wir gucken da gleich nochmal im Detail weiter rein mit Equipment und mit Feeds, aber ich würde ganz gern erstmal das nächste Variant angehen. Aber insgesamt, also ich würde sagen, tatsächlich erster Champion von der Black Dice Society, der auf den ersten Blick wirklich was kann. Was haben wir hier? Monster nehmen 99% weniger Schaden, wenn sie nicht gestunt werden. Stun-Effects halten zweimal so lange an. Ah, stimmt, das kommt auch noch dazu. Das habe ich bislang überhaupt nicht mit beleuchtet. Das ist nämlich auch relativ fancy. Wow. Okay, der Anfang ist jetzt sehr langsam, bis wir einmal Gold haben. Danach geht es wahrscheinlich wieder fluffig. Ja, sehr schön. Ja, ihr Standardangriff hat nämlich... da steht hier gar nicht mit drin, oder? Ah, doch, hier. Okay, da steht jetzt nicht bei wie viel. Aber ich glaube... Es sind 50% Chance. Also ihr Standardangriff hat, meine ich, eine 50% Chance, Gegner zu stunnen. Für 2 Sekunden auch noch. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe, so stand es mal nicht im Blog von Codename Entertainment. Und das ist halt schon ziemlich nett. Also sie greift dazu auch nicht wahnsinnig langsam an. Kann sie wahrscheinlich noch an Whittle dran parken, wo sie gerade, glaube ich, nicht... Ja, doch, da ist sie sogar dran. Okay, dann greift sie wahrscheinlich oder könnte sie vermutlich sogar noch schneller angreifen. Aber das ist gerade für Variants, wo man irgendwie Bossgegner stunnen muss, schon nice. Also da lässt sich durchaus Kapital rausschlagen. Gute Sache. Ja, und Specializations hat sie natürlich auch noch. Und zwar zum einen All Hail the God Brain. Das verstärkt einfach von ihrem Main-Buff, also von der Level-50-Sache, den Pre-Stack-Bonus um 25%, also macht das ganze Ding letztendlich einfach stärker. Okay, nice. Ganz rechts haben wir Family Business, da können wir den
Total Gold Find Bonus um 200% erhöhen. Das ist aber, also den von Life of Leisure, also ihrem, ja, Gold Find Bonus halt. Das ist aber Post-Stack quasi, also da kommen am Ende nochmal 200% drauf. Das heißt, das ist auch nett, aber nicht so absurd stark. Also es ist nicht so, dass auf dem Base-Wert 200% draufkommen und dann multiplikativ, multiplikativ und so weiter und so weiter. Also nett, aber nicht total übertrieben. Und dann hat sie in der Mitte nochmal Loyal Bodyguard und das besagt, wenn Valentine von Tadianas Faithful Friend Ability getroffen wird, wird dieser Effekt insgesamt um 200% verstärkt. Gut, das setzt halt voraus, dass man Tadiana in der Formation hat. Und über Tadiana müssen wir gleich nochmal sprechen. Nicht wegen ihrer Fähigkeiten, sondern wegen einer anderen Geschichte. Aber ja. Also ich finde das mittlere Ding jetzt so lala. Das ist natürlich jetzt massiv auf Black Dice Society ausgelegt, klar. Ich finde aber leider den Rest der Black Dice Society, ne, Desmond, Nahara, also okay, Nahara für Speed, also Tatiana, so, ja, weiß ich halt nicht. Veronica ist auch eine neue, oder? Der Name sagt mir gar nichts, also die kommt wahrscheinlich nächstes Event, wäre so mein Guess, oder übernächstes. Na, mal gucken. Nun, apropos Nahara, die wurde, das habe ich noch gar nicht wieder erwähnt, die wurde übrigens nach dem Start des letzten Events relativ zügig nochmal ein bisschen überarbeitet. Sie ist immer noch ein richtig beschissener DPS-Champion, also da braucht ihr euch gar keine Hoffnung zu machen, da ist sie noch immer mies, aber ihre Speed-Fähigkeit triggert jetzt tatsächlich relativ problemlos. So dass man sie in der Speed-Formation echt gut einsetzen kann. Also für Speed kriegt sie von mir jetzt beide Daumen hoch. Das war ja am Anfang eine Vollkatastrophe, aber jetzt ist sie bei mir in der Speed-Formation fest drin. Also von daher, es tut sich doch hin und wieder noch mal ein bisschen was Sinnvolles in diesem Spiel. Naja, so, ich habe jetzt schon hier die entsprechende Spec gewählt. Lass gerade mal gucken. Ja, geht hier schon. Und sie wird jetzt von einer Formation-Ability weniger noch getroffen und holt da schon mehr raus. Ich würde sie gerade mit Freely nochmal tauschen. Oh, jetzt wird sie nur noch von 3 getroffen. Wurde sie da nicht vorhin von 5 getroffen? Das ist schon alles sehr weird. Aber ja, natürlich ist es hier halt so eine halbe Speed-Formation. Ne? Da ist sie jetzt eh nicht, also die ist eh nicht drauf ausgelegt, hier groß mit Positional Formation Abilities rumzueiern. Müssten wir gleich nochmal in einer DPS-Formation gucken. Auch vielleicht nicht unbedingt hier im Event. Da habe ich nämlich noch gar keine DPS-Formation. Aber ja, Feeds. Feeds ist der Punkt, wo ich mir dachte, so, Entschuldigung, Codename Entertainment, was habt ihr eigentlich geraucht? So, sie kriegt 3 Stück frei Haus und dann gibt es 8 zum Freischalten. 8. Das heißt, sie startet direkt mit 11 Feeds. Wir können 2 davon einsetzen und ich weiß nicht, was das soll. Ist so, also, da ist halt wieder so, ja, da ist das Ding mit bei für Low Cost und das gleiche Ding für 4-fache Kosten, aber halt deutlich stärker. So, ich würde halt immer die 50.000 sparen und das Stärkere nehmen. So, und dann 2 Stat Feeds. Okay, die Stat Feeds nimmt man auf jeden Fall mit, weil sie nämlich prinzipiell ohne die Stat-Feeds nur bei Vajra verfügbar ist. Mit den Stat-Feeds, mit dem einen ist sie bei Strahd noch mit verfügbar, weil sie dann auf 13 Intelligenz kommt. Und mit dem anderen kommt sie auf 10 Stärke und ist damit bei Zeriel verfügbar. Dadurch, dass sie neutral ist, wird sie bei Myrt leider nie verfügbar sein, aber zumindest bei den anderen dreien ist es machbar. So. Und das ist aber, also es ist halt insgesamt einfach so ein Gem-Sync. Also das ist halt so, also Feeds grundlegend auch in letzter Zeit, weil auch schon wieder über den Shop halt noch, keine Ahnung, in den letzten 2 Wochen oder so halt bestimmt Feeds im Wert von 200.000 Gems dazugekommen sind. Und das ist einfach so, 3/4 davon braucht niemand. Warum existieren diese Feeds überhaupt? Und für Completionists ist es halt im Moment hart nervig, weil man schon entweder eine solide
Brif Gem Farm braucht oder das Spiel extrem viel laufen lassen muss, um überhaupt noch hinterherkommen zu können mit den ganzen Feeds kaufen. Also klar, man kann natürlich echt Geld ausgeben, keine Frage, aber ich weiß halt nicht, ob ich $20 für einen Skin ausgeben will, nur damit ich das Feed bekomme. Okay, wir bekommen auch noch eine Gem Potion und eine Familie und Kisten für sie. Okay, fair point, aber es ist halt so, weiß ich halt nicht. Genauso, Eliwick hat jetzt auch gerade noch ein neues Feed bekommen, kann das was? Ja, das ist so einigermaßen okay. Aber es ist halt so, nee, dafür stecke ich halt einfach kein Geld ins Spiel. Sorry. Einfach nein. Stattdessen machen wir mal Silver Chest für Valentine auf. Und haben keine Lücke. Prinzipiell der Lippenstift auf Rare, aber den haben wir hier unten auf Ankommen meine ich. Den haben wir hier unten aber nochmal auf Common. Damit haben wir alle Common Items abgegriffen. Sehr schön. Achso, und dann muss ich das gar nicht zumachen. Dann würde ich nämlich einfach mal 50 Electrum Chests hinterherballern. Ich bin so happy, ne? Ich habe endlich, falls ihr es nicht wusstet, es gibt für Chrome eine Browser-Erweiterung. Das könnte Lücken gegeben haben. Ja, ziemlich safe. Aber eine Ankommen-Lücke. Damit können wir vermutlich arbeiten und auch nur einen. Wir gucken gleich mal hier rein. Was wollte ich sagen? Es gibt für Chrome eine Browser-Erweiterung, die, wenn man sie mit dem, also mit seinem Discord-Account verknüpft, mit dem man auf dem offiziellen Discord vom Idle Champs ist, also auf dem offiziellen Server von Idle Champs ist, und seine Hash-ID, whatever-Werte vom Spiel einträgt, was automatisch diese ganzen Codes einlösen kann, damit man nicht alles per Hand hier eintickern muss oder per Hand alles irgendwie copy-pasten muss. Was nämlich also zwischenzeitlich auch einfach dazu geführt hat, dass ich teilweise gar keine Codes mehr eingelöst habe, weil es mir einfach zu müßig war. Aber jetzt kann ich halt so, keine Ahnung, einmal die Woche oder alle 10 Tage einfach mal das Browser-Plugin anschmeißen. Und dann löst das die kompletten Codes ein und es macht mich grundlegend ein bisschen glücklich. So, ich will auf jeden Fall das ausrüsten. So. Es geht schon. Also wir sind hier nicht unbedingt im hohen Wert. Ich kann gerade mal ganz kurz nachgucken, wie das Ding heißt. Sekunde. Das heißt einfach Idle Code Redeemer. Ist eine normale Chrome Extension. 3 Worte, Idle Code Redeemer. Ja, und ich habe keine Ahnung, warum das vorher bei mir immer rumgebuggt hat. Aber es läuft fucking finally so gut. So, aber eigentlich wollten wir in die Collection gucken. Wo ist sie? Hier. Ja, okay. Das Murky Jar hat eine Lücke, aber das kriegen wir schon. Dann würde ich jetzt nämlich erstmal für ein garantiertes episches Item 4 Gold Chests aufmachen. Okay, ist nicht unbedingt das Wichtige. Ja, und auch noch nicht das fehlende Ankommen. Wow. Gott, wie lange habe ich diesen Song nicht gehört? Aber ja, oh Gott, ich sitze hier auch auf 403. Na, egal. Ist für die Variants auch völlig wurscht, auf welchem Level hier Auto-Reset ist. Das bin Variants eh deaktiviert. Was war hier doch gleich die Einschränkung? Also, die Stun-Nummer, ja. Oh well, oh well. Oh, es ist sogar zur Abwechslung mal das zweite Item, das Wichtige. Also das zweite und Event und das dritte. Das dritte ist auch noch für den Schadensboost, also auch für den Schadensboost halt gut. Also zweite und dritte sind wichtig. Das vierte für Goldfundbonus, wenn euch das wichtig ist, und der Rest ist halt sagen, ja, okay. Aber prinzipiell 2 und 3 sind wichtig, 4
wenn man auf Gold gehen möchte. Ja, abgesehen davon, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich habe das Spiel jetzt schon ein paar Mal neu geladen. Bei mir lädt hier die Anzeige für das Event nicht. Also mir wird die Anzahl der Tokens angezeigt, die ich habe für das Event. Und die Schaltfläche an sich geht auch, aber sie hat keine Grafik. Nun, das Achievement von Valentine ist, glaube ich, relativ easy zu holen. Da muss man einfach nur 8 Formation Abilities gleichzeitig auf sie zeigen lassen. Also 8 Positional Formation Abilities natürlich. Das sollte aber in einer normalen DPS-Formation, also idealerweise einen mit 10 Slots, relativ easy machbar sein, wenn ihr sie einfach an den Spot setzt, wo ihr sonst euren Main-DPS habt. Das sollte relativ easy machbar sein. Gucken wir gleich mal. Und da kann man aber auf jeden Fall ein bisschen rumbasteln. Da schaue ich auf jeden Fall rein, wenn ich hier mit den Variants fertig bin. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten gibt es in dem Variant noch zusätzlich zu holen von den vergangenen beiden Jahren Beel und Grimm und Eliwick. Und die sind beide nicht verkehrt. Also Beel und Grimm von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Schon allein, weil es die einzigen Champions sind, die quasi 2-in-1 sind. Also sind halt tatsächlich an sich 2 verschiedene Champions mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Tags, mit verschiedenen Stats. Und über ihre Ulti kann man halt wechseln, wer in der Formation ist. Und das ist prinzipiell ganz nice, weil für sehr, sehr viele Variants die Regel gilt, wenn einer der beiden verfügbar ist, sind tatsächlich beide verfügbar. Also es reicht, wenn halt einer die Einschränkung des Variants erfüllt, damit beide verfügbar sind. Und dadurch sind sie halt nicht in allen, aber schon in, ich würde sagen, locker 80-85% der Variants, und das schließt Patron Variants mit ein, verfügbar. Und allein dadurch sind sie halt super wichtig. Und dazu ist Grimm durchaus ein solider Main-DPS und Beedle ein echt guter Buffer. Also da macht man definitiv nichts mit verkehrt. Und auch Eliwick ist tatsächlich ganz ordentlich. Also ich bin mit ihr, ich weiß nicht, nie so 100% warm geworden irgendwie. Aber prinzipiell ist sie schon ein echt guter Champion. Also es ist einfach mal ein rundes Event, wo wir sonst häufig hatten, hey, der neue Champion ist Trash und von den alten beiden ist maximal einer halb gut. Also haben wir jetzt einfach mal 3 brauchbare Champions. Ich bin begeistert, tatsächlich. So, was haben wir hier? Non-positional formation abilities other than Valentine's abilities are disabled. Gilt das auch für meine ganzen Speed-Abilities? Das wäre halt richtig krebsig. Krebsig, vor allem mit Na, gucken wir mal, wie es loaded wird. Das sieht einigermaßen okay aus. Ich würde trotzdem meine Speed Potion reinhauen. Bis 175 sind ja ein paar Meter. Und dann nutzen wir die Zwischenzeit doch einfach mal. Ist das so okay vom Aufbau? Du kannst mal dahin. Nee, das war. Nee. Ja, doch, eigentlich ist das total okay. Es kann so bleiben, meinetwegen. Nutzen wir die Zeit und sprechen einmal ganz kurz über Tatiana. Wobei, nein, wir sprechen noch nicht über Tatiana. Wir sprechen einmal zum einen darüber, was eigentlich mit dem Shop nicht stimmt. Es gibt ein neues Shop-Layout. Seit Anfang April, also so seit 3,5 Monaten, wird das nach und nach, was heißt denn, Rolled-Out im Deutschen. Also es wird halt für Spieler nach und nach freigeschaltet. Ich habe das noch immer nicht, wie man offensichtlich sieht, nach 3,5 Monaten. Was bei mir die Frage aufwirft, wie viele Spieler kriegen das denn pro Tag? 3? 4? Also, oder hat Idle Champions doch noch plötzlich 700.000 aktive Spieler und das dauert deswegen so lang? Also irgendwas ist da weird. Und ich habe sogar schon meinen kompletten Game Cash halt
geleert, damit halt alle Grafiken neu gezogen werden, mehrfach. Weil ich dachte so, okay, vielleicht liegen hier einfach nur die alten Grafiken noch im Cache, aber nein. Nein. Wo ich aber eigentlich drauf hinaus will, das müsste ich hier irgendwo, ja, perfekt, sein. Es gibt seit, ja, ich glaube jetzt 10 Tagen, nee, seit, ja, knapp 10 Tagen, gibt es die Gladiator Packs, also das sind prinzipiell einfach nur Skins, wo es übrigens auch neue Feeds dazu gab, die 50.000 jeweils kosten. Just saying. Und ja, ne, es gibt einen Gladiator-Skin für Freely. So, ja, sieht aus wie ein Gladiator. Okay, ne, das mit dem Grün und Rot da oben drin. Gut, aber das ist halt, so sind halt seine Haare. Also von daher, ne, halt alles fair. Kein Skin, den ich haben muss, aber geht halt klar. Der Brief-Skin ist relativ schlicht. Sieht aber für einen Gladiator-Skin, finde ich, auch voll okay aus. Also mit der Tunika oder Toga oder whatever, keine Ahnung. Das passt soweit halt, könnte für meinen Geschmack vielleicht noch ein bisschen mehr Rüstung vertragen, aber nicht jeder Gladiator war halt fett in Rüstung eingepackt. Also das, ich finde den Skin halt an sich voll okay und er ist halt mal, also er ist halt nicht so total overburdened, also er ist halt nicht so total vollgestopft mit Sachen hier und da. Also ist halt wirklich einfach schlicht, aber schick. Das würde ich, glaube ich, sagen. Auch nichts, wo ich $10 für ausgeben muss, aber okay. Dann haben wir noch einen Whittle-Skin, auch Gladiator. Ich finde, es ist ein bisschen Richtung Valkyrie abgerutscht. Geht aber auch klar, also ist in Ordnung. Auch da muss ich keine $10 für ausgeben. Aber das bleibt halt jedem selbst überlassen. Und ja, also auch für das Gladiatoren-Theme durchaus passend. Und dann gab es noch einen Gladiatoren-Skin für Tatjana. Der war sogar kostenlos. Es gab letzte Woche das Summer-Event. Wenn ihr mal ins Spiel reingeguckt habt, habt ihr es vermutlich gesehen, wo man halt täglich eine kostenlose Kiste abgreifen konnte mit irgendwie ein paar Potions drin und Timegate-Pieces und Mojo-Kisten und hier und da. Also einfach so ein paar Ingame-Goodies, die rausgegeben wurden. Und in dem Zuge gab es auch eben diesen einen Skin kostenlos für Tatjana und über den müssen wir leider ganz kurz sprechen, weil der gehört halt auch zu dieser Gladiatorenreihe. Ich weiß nicht, wo sie Gladiatorin ist. Meiner Vermutung nach in dem Spät-80er, Früh-90er Fitness-Video mit schwieriger Musik. Ich meine, was zur fickenden Hölle ist da falsch gelaufen? Seriously. Also, was ist das? Die könnte in dem Outfit bei, was weiß ich, Electric Callboy bei Pump It auftreten. Im Musikvideo. Seriously. Und warum hat sie zwei Metallstäbe mit Luftballons dran als Waffen? Ist, oder sollen das so Lichtwaffen sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch Kaugummi. Ich habe keine Ahnung. Was für ein Unfall dieser Skin ist. Also ich meine, für so ein Spät-80er, Früh-90er Meme-Dinget wäre der halt 1A. Aber als Gladiatoren-Theme? What? Für mich ist der so auf einem Niveau mit dem Birthday-Skin von Jalaxle. Also er ist schon schwierig. Aber gut, da Tatjana eben gleich ein Slot wie Human ist, wird sie eh so gut wie nie benutzt bei mir. Von daher kann es mir auch egal sein. Aber seriously, was ist da falsch gelaufen, CNE? Holy smokes. Ja, wow, das ist hier einfach richtig, richtig langsam, oder? Hier bringt halt keiner irgendwas. Die ganzen Speed-Dinger sind echt deaktiviert. Das ist ja richtig Cancer. Okay, cool. Dann hau bitte hier alles an Speed-Potions rein. Kommen wir damit auf 10-fach Speed? Ja, danke. Oh, wow. Wir können sie nicht tauschen, ne? Das heißt, ich kann nicht mal Brief einsetzen. Okay, das ist einfach unnötig langsam. Aber okay, dann ist es halt unnötig langsam. Nun ja,
gibt mir auch Gelegenheit, ein bisschen drüber zu sprechen, warum ich mit der Gesamtsituation unzufrieden bin. Ich hatte ja schon gesagt, es liegt zum Teil am Spiel, zum Teil auch nicht. Gehen wir erstmal aufs Spiel ein. Und zwar, ja, prinzipiell super, dass ein brauchbarer neuer Champion ins Spiel gekommen ist. Trotzdem reicht das im Moment einfach nicht aus, um meine Motivation endgültig wieder zu heben. Ich bin an dem Punkt, wo ich quasi ab heute, also meine Gruppe weiß das schon, aber halt meiner Raid-Gruppe gesagt habe, so, ja, ab heute mache ich die Raids nicht mehr mit, weil es, also ich sehe den Sinn in der Sache einfach nicht. Wir grinden ja halt irgendwie endlos die Scales und ich habe nichts, wofür ich sie ausgeben kann. Also ich könnte sie halt sinnlos rausballern, aber why would I? Ich habe halt 370.000 Scales. So, und das Legendary Crafting fühlt sich für mich einfach in keiner Weise rund an. Coden im Entertainment sagt, es ist in keiner Weise, oder es ist nicht so, wie wir es haben wollen. Es passiert aber auch nichts dran. Und da ist jetzt meine Deadline einfach so, okay, ich gebe ihn jetzt noch bis zum 6. Geburtstag Zeit. Ist es der 5. Geburtstag dann erst? Nee, es ist der... Ja, also doch. Also nee, das Spiel wird 5, glaube ich. Ja. Ja, macht Sinn. Wenn jedes Event 5-mal durchgelaufen ist, ist das Spiel 5 Jahre alt. Ja, es macht Sinn. Es sind fast 4 Jahre. Deswegen musste ich kurz ein bisschen rechnen. Nee, also so Mitte September ungefähr ist der 5. Geburtstag vom Spiel. Und tatsächlich zum 4. Geburtstag sind Trials und Legendary Crafting mit reingekommen. Das heißt, sie hatten dann ein Jahr Zeit, was dran zu machen. Und wenn sie es bis dahin nicht gemacht haben, dann ist es mir halt auch egal. Also ich glaube, dann bin ich halt endgültig raus, weil ich auch im Moment wenig Motivation für Grinding habe. Das Problem ist einfach, je weniger man es spielt, desto weniger belohnt fühlen sich die Sachen an, die sonst noch irgendwie halbwegs so einen Progress versprechen. Also es ist einfach, wenn du es erstmal irgendwie angefangen hast, nicht mehr regelmäßig zu spielen, ist das halt einfach so eine Motivationsabwärtsspirale, weil dann stellst du fest, ja, okay, jetzt läuft das nicht mehr, das zieht die Motivation weiter runter, dann spielst du noch weniger, dann läuft was anderes nicht mehr, das zieht die Motivation weiter runter, es ist halt so ein... Aber ich habe im Moment auch einfach keinen Nerv, das Spiel jeden Tag anzumachen, weil ich, also abgesehen dafür, dass ich, oder beziehungsweise abgesehen von dem Punkt, dass ich theoretisch wieder auf Full Epic kommen könnte, was die Items angeht. Also da fehlen mir jetzt von der neuen halt 5 zwangsläufig noch und von Nahara 3 und das war's dann. Und halt prinzipiell Gems grinden müsste, um mir alle Feeds zu kaufen, wo jetzt, keine Ahnung, bräuchte ich wahrscheinlich noch so 225.000 Gems für oder so. Also es ist halt so, aber wo Feeds in Goldkisten waren noch welche drin. Gucken wir mal, wie viele wir davon ziehen. Zwei von drei immerhin. Okay. It's something. Ja, genau. Da habe ich drauf geklickt. Aha. Ja, und es ist auch so eine Sache, wenn du das Spiel nicht regelmäßig anmachst, dann braucht das Ewigkeiten zum Laden. Und es ist halt insgesamt einfach alles irgendwie super anstrengend geworden. Zudem funktioniert die Offline-Progression nicht wirklich. Also schon, aber nicht so, wie sie soll. Und auch das ist eine ewige Baustelle, wo es gefühlt nicht vorwärts geht. Weil ich habe die drei Formationen standardmäßig laufen. Ja? Also Strahd, Vajra und Zariel jeweils in einem Mad Wizard Freeplay, jeweils mit einem Champion im Feld und jeweils, ja, 7 Familias, also 5 auf dem Feld, einer auf dem Champion, einer auf dem Klickschaden. Und keiner von den dreien hat den Speedcore. Ja, der Speedcore ist in der aktiven Party. Also die sollten prinzipiell alle gleich schnell laufen, weil hier auch kein Speed-Champion oder sonst irgendwas drin ist. Da sollte die Progression ja bei allen prinzipiell gleich sein. Es sei denn, ich übersehe da was, dann möge man mir das gerne in die Kommentare schreiben, aber für mein Verständnis sollten diese Partys alle gleich schnell laufen. So, das heißt, Montag um 21 Uhr, also jetzt vor knapp 3 Tagen, sind die neuen Patreon Weekly Challenges gekommen und Zariel ist im Moment bei 511 Symbols diese Woche.
insgesamt. Vajra ist bei 1022, also beim Doppelten, wobei das prinzipiell gleich schnell laufen sollte. Und Strat ist einfach bei 2500. Und da frage ich mich doch, wie, wenn Strat bei 2500 ist, wie kann Zeriel nur bei 511 sein? Und ich habe halt wirklich nichts anderes gemacht. Also ich habe halt keine Patron-Variants oder sonst irgendwas zwischendurch gemacht. Ich habe Myrt kurz für eine Stunde in der aktiven Party gehabt, ungefähr. Und danach halt auch nur offline. Und ja, vielleicht habe ich ihn für 3 Stunden in der aktiven Party gehabt. Also da sind vielleicht 2-3 Runs tatsächlich so durchgelaufen. Der ist bei 5000. Und ich habe das Spiel diese Woche aber halt kaum angehabt. Und das, also diese ganze Offline-Progression ist halt eine einzige Scheiße. So, und das macht's halt auch nicht besser. Und ach, ich weiß nicht, ich habe halt die Motivation für den Grind einfach nicht mehr. Nach knapp 2 Jahren Spielzeit ist das vielleicht auch irgendwo verständlich. Aber ich habe einfach keine Ziele mehr, die mich wirklich reizen. Klar könnte ich mir halt, wie gesagt, noch Ziele selber stecken. Wieder komplett episches Equipment bekommen, alle Feeds holen. Möglichst viele Patron-Variants abschließen, da habe ich auch noch einiges offen, gerade bei Strat und Zeriel geht da noch einiges, aber es ist halt so, what for? Also, das weiß ich halt nicht. Dazu kommt auch noch, dass ich es inzwischen häufig, wenn ich streame, einfach aushabe, weil, und das habe ich lustigerweise auch nur, wenn das Spiel auf ist, ich, keine Ahnung, wenn das Spiel so erstmal 2-3 Stunden gelaufen ist, ich hier und da manchmal nur beim Freeplay-Neustart, manchmal aber auch beim normalen Wechsel der Area, einfach so systemweite Mini-Ruckler habe. Also da laggt dann halt das ganze System kurz. Und das habe ich halt, wie gesagt, nur wenn das Spiel offen ist. Und auch das ist ein Grund, warum ich das Spiel dann teilweise einfach nicht aufmache, weil es mir, weil das eine Sache ist, auf die ich einfach sehr gut verzichten kann. So, und ich habe, was für ein Idle-Game auch schon mehr oder minder so der Todesstoß ist, zumindest wenn man irgendwie Fortschritt haben will, ich habe das in den letzten 2 Wochen halt 30 Stunden laufen gehabt. Also von den letzten 14 Tagen lief das Ding halt nicht mal anderthalb. Und davon alleine, keine Ahnung, 5 Stunden heute, weil ich mich halt um das Event gekümmert habe und so ein bisschen Vorbereitung für die Aufnahme hier gemacht habe und dies, das. Und so ein bisschen mit der Brif Gem Farm rumgespielt habe und guckt habe, ob ich die vernünftig zum Laufen kriege. Und es, ja, nee, ich sehe es einfach nicht. Also, ich bin mal gespannt. Meine Deadline ist jetzt wirklich so der 5. Geburtstag, wenn sich bis dahin nicht irgendwie grundlegend was am Spiel getan hat, was mich weiter motiviert ist zu spielen, bin ich ab dann, glaube ich, einfach komplett raus. Und ich werde bis dahin wahrscheinlich nicht viel mehr machen, als noch ein bisschen die beiden folgenden Events, die noch kommen, zu covern, also da noch ein Video zuzumachen, und das wird dann vermutlich alles gewesen sein. Also ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich hier zwischenzeitlich das Spiel noch aufmache. Ist mir halt leider echt egal. So, wir wollten nochmal in DPS-Formation reingucken. Nehmen wir mal Icewind Dale, ist ja völlig wurscht. Gehen wir mal hier in irgendein Freeplay. Eine sehr komische Formation. Was zur Hölle ist das? Gucken erstmal, dass wir ein paar Areas mit Brif weiter sprinten. Ja, komm. Machen wir mal rein. So. Einfach nur, damit die Champions auch ein bisschen hochgelevelt werden können. Außerdem können wir da. Was ist das doch? Keine Speed-Formation, Alter. Warum ist Birdsong da drin? Gib mir eine Haram. So, Bird
Unterstützung raus. Danke. Okay, dann sieht das einigermaßen brauchbar aus, I guess. Warum ist Whittle da nicht drin? So, wo ist Whittle? Da. Du gehst nach vorne. So, das sieht doch eher nach einer Speed Formation aus. Alrighty. Gut, dann lassen wir das kurz laufen, machen nochmal Kisten auf. Oh, wir haben sogar das garantierte epische Item nicht erst in der vierten Kiste bekommen, sondern sogar schon in der zweiten. Das heißt, der Petit-Term ist jetzt bei 8. Das lief ganz gut. Das lief nicht so gut, aber wir haben zumindest unsere Ankommenlücke geschlossen, wenn ich das richtig sehe. Hätte ich gar nicht wegscrollen müssen, ne? Wo ist sie denn? Hier. Jawohl, also zumindest bin ich die Lücken wieder los, das ist doch ganz schön. Ja, dann ist die Collection zumindest abgesehen von den epischen Items vollständig, das ist doch ganz okay. Ja nun, ja, und irgendwie gibt es hier und da auch noch irgendwie so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so, ach, irgendwie... Es sind einfach so viele kleine Baustellen in dem Spiel, die gefühlt aber auch seit Ewigkeiten da sind und nicht angegangen werden. Und ich mir denke, hat das wirklich Priorität? Scheinbar nicht, beziehungsweise warum hat es Priorität für irgendwelche Champions, das 78. Feed gefühlt reinzubringen und halt irgendwelche Skins ins Spiel zu hauen? Ich meine, klar, die Priorität kommt natürlich daher, Skins lassen sich verkaufen und bringen Geld und Quality-of-Life-Sachen beziehungsweise Balancing-Changes bringen halt kein extra Geld. So, von daher verstehe ich den Punkt natürlich schon, aber es ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, so, ja, man kann aber halt nicht nur das eine machen, kann halt nicht nur irgendwie Sachen in den Shop packen und sagen, ja, ja, wird schon passen. Also eine Zeit lang ja, aber ganz ehrlich, also auch von den ganzen Balancing Changes, die in letzter Zeit kamen. War ja eigentlich nur relevant, dass es einen Nerf für Human und für Ashe gab. Also da ist man dem Spieler ja nicht entgegengekommen, sondern hat ihm eher noch Funktionalität weggenommen. Wobei sich das in Bezug auf Human jetzt mit Nahara auch wieder einigermaßen gelöst hat oder erledigt hat. Und alle anderen Balancing-Änderungen waren halt so, ja gut, Champions nutzt halt trotzdem keiner, das ist immer noch Trash. Ja, weiß ich halt nicht. Mit Ausnahme halt natürlich Nahara, das war aber so gesehen, finde ich, auch keine Balancing-Änderung. Sondern das war einfach ein nötiger Fix, weil sie es einfach zum Release total verkackt haben. Also das sind halt auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Aber nun ja. Gucken wir mal. Aber ja, das ist so der Punkt, weshalb ich im Spiel so mit der Gesamtsituation nicht so richtig zufrieden bin. Dazu kommt, dass ich insgesamt auch mit meiner Gesamtsituation nicht so 100% zufrieden bin. Dafür kann das Spiel nichts, aber auch da leidet meine allgemeine Motivation für sämtliche Sachen ein bisschen drunter und natürlich auch die Motivation fürs Spiel. Und das ist einfach fucking Corona. So, ich habe mich letzte Woche Montag positiv auf Corona getestet. Soweit alles hübsch, dann ging es mir halt auch 3 Tage lang eher kacke. Also halt schon mit hohem Fieber und Husten, Schnupfen und Halsschmerzen aus der Hölle. Aber das war dann halt so nach 5 Tagen insgesamt auch wieder okay. Also da war ich noch nicht wieder topfit. Aber ja, letzte Woche Montag hatte ich halt den ersten positiven Test und so ab dem Wochenende war ich halt wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich komme, denke ich, wieder ganz gut auf mein Leben klar, ist alles schön. Und spätestens ab Montag, aller spätestens ab Dienstag diese Woche, war ich halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt vielleicht noch nicht wieder eine Stunde Ausdauersport machen, aber ich bin halt schon fit. Also, let's roll. So, heute ist Tag 11 der ganzen Geschichte und ich teste immer noch positiv und ich stecke einfach seit 11 Tagen in meiner Wohnung fest.
Und es ist nicht mal das Problem, dass mir langweilig ist. Ich bin halt prinzipiell kein Mensch, dem schnell langweilig wird. So, ich kann mich beschäftigen. Halt kein Problem. Ich habe halt letzte Woche locker 700 Seiten gelesen. Also ich habe halt einfach... Ich lese immer noch die Dunkle Turmreihe von Stephen King. Da wird es das fünfte Buch durch. Und ich hatte halt, bevor ich Corona hatte, halt das fünfte Buch gerade mal angefangen. Also vielleicht so 100 Seiten oder so. Und bin jetzt im sechsten Buch. Und das Buch, also der fünfte Band hat halt über 900 Seiten. Den habe ich halt in der Zeit einfach durchgeprügelt. Und ich habe verschiedene Sachen irgendwie gedaddelt. Ganz viele Streams und YouTube-Videos geguckt. Und ich habe nicht mal Netflix zurzeit oder... Na gut, Prime habe ich, aber habe ich nicht geguckt. Oder irgendwie Disney Plus. Ich habe nicht einen Streamingdienst, also abgesehen von Twitch jetzt mal. Ich habe halt keine Filme und Serien geguckt in der Zeit. Also das ist sowas, da könnte ich mich noch weiter beschäftigen. Also es ist halt wirklich nicht das Problem, dass mir in der Zeit langweilig werden würde. Aber ich will halt mal wieder vor die Tür. So, ich war in der Zeit halt einfach zweimal vor der Tür. Vergangene Woche Dienstag zum PCR-Test und heute früh nochmal zum PCR-Test. In der Hoffnung, dass der jetzt einfach endlich mal negativ wiederkommt, weil ich will hier raus. Also mir fehlt einfach mal rauszugehen in die Sonne, ein bisschen Sport zu machen oder halt wirklich auch einfach nur mal einkaufen zu gehen. Prinzipiell hasse ich einkaufen, also na, hassen ist übertrieben, aber ich gehe jetzt nicht super gern einkaufen. Lebensmittel einkaufen ist jetzt nicht das Spannendste, aber es ist einfach mal so 10 Minuten an der frischen Luft. Bitte. Es wäre so schön. Und es ist auch gar nicht mal, dass ich jetzt super dringend einkaufen muss. Ich habe halt zwischendurch, also wir haben dankenswerterweise halt einfach Flink hier in der Stadt. Wie heißen denn die anderen? Es gab vor Flink noch irgendeinen Dienst. Ist das Volt? Nee, Volt. Nee, Volt ist Konkurrenz zu Lieferando quasi. Gorillas meine ich tatsächlich. Also die halt auch einfach so Supermarktartikel halt liefern und das sehr, sehr zügig. Halt nicht super günstig. Also zahlst du schon natürlich mehr als im Supermarkt und du hast halt nicht die ganzen Discounter-Produkte. Also Sachen wie, keine Ahnung, gut und günstig und ja und so hast du da halt nicht. Das heißt, du zahlst halt schon mehr für den Einkauf. Aber jetzt so während Corona, während ich nicht raus kann, also nicht selber einkaufen kann, ist das halt voll okay. Da muss ich ja auch keinen riesen Einkauf machen, sondern bestell halt mal so das Nötigste nach. Und das ist dann halt super entspannt. So, ja, natürlich zahle ich da dann, keine Ahnung, pro Bestellung vielleicht 5 Euro mehr, als ich im Supermarkt bezahlt hätte. Aber dafür ist es halt echt schnell geliefert. Also, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt zweimal bestellt in der Zeit und die haben das eine Mal, das erste Mal, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht. Da habe ich sogar noch einen Rabattcode fürs nächste Mal bekommen, weil es so lange gedauert hat, dass ich beim zweiten Mal dann keine Lieferkosten zahlen musste. Und ja, das zweite Mal habe ich heute bestellt und dann haben die, glaube ich, keine Ahnung, 20 Minuten gebraucht oder so von der Bestellung, bis der Kram halt da war. Ja, vielleicht 25 oder so, keine Ahnung. Es ist halt echt voll in Ordnung. Also es geht halt super fix, fährt halt nicht extra mehr mit dem Auto durch die Gegend, sondern die haben halt Kuriere auf dem Fahrrad. Die geben zumindest laut Aussage auf der Website das online gezahlte Trinkgeld so 100% an die Fahrer. Die liefern in einer Papiertüte. Und du kannst ja halt auch Tiefkühlstuff und so bestellen im Zweifelsfall. Also du kriegst da halt das Wichtigste. Finde ich halt echt nice. Also sobald ich wieder raus kann, werde ich da halt nicht mehr bestellen. Einfach weil es teurer ist. Und weil ich nicht so fucking rich bin, dass ich mir das auf Dauer leisten könnte. Aber gerade auch mal so auf den Samstagabend oder so, wenn man vielleicht feststellt, ah fuck, Supermarkt hat schon zu, ich habe noch was vergessen und brauche das dringend und du kannst dir das halt schnell liefern lassen, weil die halt bis, keine Ahnung, 23 Uhr liefern oder so, ist halt schon nice. Also bin da prinzipiell sehr überzeugt von. Ist halt wirklich nur die Preisfrage bzw. Kostenfrage. Der einzige Grund, warum ich es halt, sobald ich wieder aus der Wohnung darf, nicht mehr machen werde. Und ja, abgesehen davon, dass ich halt nicht aus der Wohnung kann, nervt es mich halt auch bezüglich der Arbeit total ab, weil ich halt niemanden auf Arbeit habe, der mich vertritt. Und leider ist die Institution, also nicht nur die Institution, sondern allgemein die TU, also die Universität, an der ich arbeite, halt nicht so digital, dass ich vieles aus dem Homeoffice machen könnte. Also klar, ein paar Sachen kann ich aus dem Homeoffice übernehmen,
Aber gerade im Bereich Verwaltung, was nun mal auch mein Hauptbereich ist, läuft halt noch ultra viel in Papierform und das kann ich von zu Hause aus alles nicht machen. Und es bleibt jetzt halt seit knapp 2 Wochen liegen. Und ich würde einfach gerne mal wieder hin und hätte eigentlich ganz gerne heute einfach schon mal so ein paar Sachen abgearbeitet. Und wenn es nur für einen halben Tag ist, im Zweifelsfall. Aber halt einfach nicht, dass ich da Montag hinkomme und einfach so einen Berg Arbeit habe. Ich habe gar keinen Bock drauf. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, mein PCR-Test kommt negativ, also der PCR-Test jetzt kommt negativ wieder. Ich habe auch noch einen Selbsttest hier für morgen früh. Vielleicht bin ich dann da endlich mal negativ. So blöd es klingt, ich will halt auch einfach arbeiten. So, einfach weil ich keinen Nerv darauf habe, dass sich das alles aufstaut. Und ja, das ist halt so der zweite Punkt, weswegen ich mit der Gesamtsituation nicht zufrieden bin. Also es ist halt auch alles kein Drama, ne? Das ist jetzt auch alles Weinen auf sehr hohem Niveau, ne? Ich habe Corona halt echt gut überstanden. Klar habe ich mich halt schon 3 Tage echt scheiße gefühlt und noch 2, 3 Tage hinten dran eher so meh. Aber ganz ehrlich, es war halt trotzdem noch ein milder Verlauf und es ist halt alles gut. So, also war halt mal krank. So what? Es nervt halt einfach nur. Das ist so der Punkt. Das ist so der einzige Punkt. Und gerade im Sommer, wo das Wetter jetzt halt eigentlich echt geil ist, gerade wo es heute nicht mehr so brüllend heiß ist, wäre ich ja echt gerne mal rausgegangen. Aber abgesehen von meiner kurzen Wegstrecke zum PCR-Test, war es das dann erstmal wieder mit Frischluft. Schade. Naja, sei es drum. Wir wollten nochmal gucken, wie es hier so aussieht. Wir schmeißen mal eine DPS-Formation rein. Hier in der Hoffnung, dass es eine halbwegs brauchbare DPS-Formation ist. Zack. Mach mal neutral tatsächlich. Und du auch. Keine Ahnung, ob das was bringt in dem Fall. Aber da Valentine neutral ist, nehmen wir das einfach mal mit. Ich hoffe, das trifft. Das sollte auf jeden Fall treffen. Das auch. Jo. Okay. Und dann nehmen wir Valentine rein und Sobu raus gleich mal. Und dann wird sie getroffen von 5 nur. Das ist gar nicht so viel. Okay, da können wir aber dran arbeiten. Da können wir zum Beispiel eine Yili reinpacken. Plötzlich wird sie von 6 getroffen. Warte, können wir das... So, das können wir jetzt schon auf 7 pushen. Und dann brauchen wir doch auch nur noch eine Sache. Außerdem können wir bei ihr gleich mal ein zweites Feed reinpacken. Ja, das hätte ich ganz gerne noch. So, Ditte kommt mit rein. Wer hatte nochmal... Du hast, glaube ich, einfach keine Formation Ability in dem Sinne, ne? Also keine, die sie treffen würde. Nee, richtig. Dann lass uns doch mal Catty Bree reinpacken. Und schon haben wir das Ding zusammen. So, und dann gucken wir doch mal bei 8 Formation Abilities. Hier. Ist das immerhin mal ein E11-Bonus? Und das ist jetzt halt noch nicht massiv drauf ausgelegt. Also das ist noch weiter optimierbar, würde ich sagen. Also das ist erstmal nur so meine Standard-DPS-Formation halb auf sie angepasst, aber auch nur halb. Da ist mehr drin. Und E11-Bonus ist schon im Bereich des ganz Guten. Und das ist noch nicht mal mit epischen Item. Also da ist noch Luft nach oben. Und dazu kommt ja auch noch, dass sie ja auch noch durch Socialite die Formation Abilities boostet, die den Main DPS ohnehin treffen würden. Also sie bringt ja prinzipiell auch noch mehr als die E11, weil sie ja jede Formation Ability, die den Main DPS trifft und die auch sie trifft, halt ja, also die sowohl sie als auch den Main DPS treffen, halt auch nochmal boostet. Also da geht schon einiges. Das glaube ich echt, also echt ein solider Buffer. Nicht
oh mein Gott, crazy stark auf den ersten Blick, aber schon echt solide. Looking good so far, das ist das Niveau, auf dem neue Champions meiner Meinung nach sein sollten. Halt nicht komplett overpowered, aber definitiv brauchbar. Warum bekommen wir das so selten? Niemand weiß das. Ich habe mir jetzt übrigens mit Absicht nicht mehr, das haben wir ja die letzten beiden Male eigentlich gemacht, das Video zum neuen Champion angeguckt, weil ich finde, es lohnt halt einfach nicht. Also wer sich das angucken will, der kriegt das ja eh vorgeschlagen. Und da wird halt nur nochmal auf Englisch erzählt, was der Champion grundlegend kann. Und das erzähle ich ja auf Deutsch aber auch nochmal. Nur, dass in dem kurzen Video einfach nicht auf konkrete Stats eingegangen wird, sondern halt nur gesagt, ja, grundlegend so funktioniert das. Und ob die Werte dann gut oder schlecht sind, sagt dir halt keiner in dem Video. Von daher ist also, ja, schenken wir uns das. Also, ich habe es mir selber angeguckt und fand halt so, okay, das Logo am Ende ist halt immer noch absurd laut, obwohl drum gebeten wurde, das doch im Vergleich zum restlichen Video mal leiser zu machen. Sich offenbar auch ein Scheiß drum gekümmert. Ich mir denke so, es ist beim Zusammenschnitt halt so zwei Klicks, halt einfach den Envelope runterziehen. Aber gut. Naja. Und ansonsten sind die Dinger, finde ich, auch irgendwie nicht so wirklich hilfreich. Aber okay. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich trinke noch ein Schlückchen Kaffee. Und resette hier mal und gehe wieder in die Gem Farm rüber. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bisher. Zu Idle Champions wird es ziemlich sicher erst mit dem nächsten Event wieder ein Video geben. Es sei denn, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, Spektakuläres in-game, wovon ich spontan nicht ausgehe. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, bei irgendeinem anderen Projekt reinzugucken oder am Wochenende einfach mal im Livestream vorbeizuschauen. Ich bin meistens samstags und sonntags live mit Spielen, wo auch immer ich gerade irgendwie Bock drauf habe. Meistens so ab späten Vormittag, also so ab spätestens 11, 11.30 Uhr bin ich meistens irgendwie auf Twitch anzutreffen. Link habt ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein, angenehmen Tag noch und bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.